Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Simpsons Springfield. Und ja, falls ich ein bisschen gelangweilt klinge heute, könnte das daran liegen, dass ich gerade erst aus der Uni nach Hause gekommen bin von einer achtstündigen Monstervorlesung von 13 oder ja gut 7 Stunden von 13 bis 20 Uhr mit sage und schreibe 17 Minuten Pause zwischendurch, einmal 7 und einmal 10. Von daher bin ich noch ein wenig ermüdet, will ich es mal nennen, aber wir wollen ja trotzdem hier die ganzen Sachen nicht vernachlässigen und zocken deshalb trotzdem weiter. Wenn denn auch das Spiel mitmacht, dann kann ich jetzt halt mal einen Schluck trinken. Ja, Moment, das sieht noch nicht so gut aus. Starten wir das nochmal neu. WLAN hat er scheinbar. Ja. Öfter mal was Neues, nun mach mal voran, du Affe. Es kann doch nicht sein, dass das schon wieder jetzt hier nicht geht. Ja, so, ich probiere es nochmal, nachdem gerade die Aufnahme bzw. schon nur daraus bestand, dass der Ladebildschirm lief. Jetzt scheint es zu klappen. Wir basteln uns ein bisschen weiter in Springfield zugange. Ja, nachdem ich jetzt gerade schon mal unser zweites Projekt weitergepflegt habe, und zwar den Jurassic Park, den vielleicht einige schon gesehen haben, ist natürlich ein bisschen was anderes als das Springfield hier aufzubauen. Aber im Endeffekt vom Prinzip her ziemlich ähnlich. Man muss Geld sammeln und ja, etwas neu aufbauen. Ob es jetzt der Jurassic Park ist oder das Springfield, ist ja jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Allerdings ist es vom Spiel her, von der Grafik schon ein bisschen was anderes. Von daher zwei verschiedene Spiele. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem beides oder zumindest irgendwas davon. Aber ich dachte mir, irgendwann muss ja mal was Neues passieren. Und diese Spiele bieten sich einfach mehr an, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, Candy Crush Saga spielt oder so. Vor allem, weil man da ja noch nicht mal dann irgendwie eine Musterlösung machen könnte, da das im Endeffekt ja jedes Mal völlig zufällig ist. Das zocke ich eigentlich mehr oder weniger nur zur Belustigung, wobei ich da mittlerweile auch teilweise so frustriert bin, dass ich einfach aufhöre. Ich keinen Bock habe, da so lange rumzutüddeln. In der Uni habe ich mal zwei, drei Sachen geschafft. Natürlich in der Pause. Wetten wir nochmal eine Runde. Klappt ja mittlerweile ganz gut, aber wir lassen das einfach mal rödeln. So, die Highschool ist fertig. Kaboom! Da ist sie. Jetzt haben wir auch Chalmers. Ach ja, irgendwie meinte ich, soll mal die Figuren in der Sammlung zeigen. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, aber können wir irgendwann nochmal gewonnen. Ich habe gewonnen, top. Können wir natürlich irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Irgendwann könnte ich auch mal gerne wieder einen Jackpot gewinnen beim Robbelos. Naja. Vielleicht können wir gleich dieses andere Gedöns da für den Hafen bauen, aber da haben wir eh wieder noch nicht genug Teile für, glaube ich. Fehlt eigentlich noch was ins Krusty Land? Lass den Comicverläufer den Souvenirshop besuchen. Das machen wir jetzt als allererstes, damit wir da mal ein bisschen vorankommen, weil da passiert irgendwie in letzter Zeit gar nichts. Oh, ich muss mal ganz kurz die Fische füttern, das habe ich vergessen. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, habe ich ja eben schon gesagt. Und in ein paar Minuten müsste die Lampe ausgehen im Aquarium. Damit die Lumpis hier nicht über Nacht hungern müssen, schmeiße ich mal ein bisschen Futter rein. So, auch schon erledigt. Erstmal hier einsammeln. Und ich glaube, wir machen heute einfach mal wieder ein paar Aufgaben für die Leute im Krusty Land. Fang an mit dem Comic-Verkäufer-Typ. Uff, diese Leute sind Schweine, überall liegt Müll herum. Vielleicht sollten wir ein paar Mülltonnen aufstellen und eine Recyclingstation, damit die Leute ihren CO2-Ausstoß reduzieren können. Recycling, ist das nicht das, was man immer wit mit Witzen, Gags und Sprüchen macht? Haha. Man kann es auch mit Müll machen. Hört sich teuer an, bleiben wir bei den Mülltonnen. Platziere Mülltonnen, bitteschön. Wollte schon sagen, so, 100. 1. 2. 3. Ziel erfüllt.
Wiggum Maulwurf und ach, jetzt erscheinen die alle hier. Warte mal einen Moment, Krusty. Ich bin hier, um deine Fahrgeschäfte zu inspizieren und wie ich Krusty dann kenne, sind sie nicht auf der Höhe. Ich hoffe nur, dass niemand irgendwo einen Umschlag mit Geld liegen lässt, der mich bestechen könnte. Chief, um ehrlich zu sein, hat der Typ, der meine Fahrgeschäfte renoviert hat, einen tollen Job gemacht. Fühlt sich komisch an, das zu sagen, aber ich glaube, mein Park ist legal. Oh, das stinkt aber. Wofür hat man Gesetzeshüter, wenn sie nicht auf der Straße unterwegs sind und Schmiergelder einsammeln? Wenn sie wollen, könnte ich mit fast wertlosen Tickets eine Bestechung vortäuschen. Wie, wirklich? Das wäre ja spitze. Lass Wiggum Krusty den Schmiergelder eintreiben, ja genau. Hä? Wieso müssen wir denn jetzt zurück? Was er sagt denn? Ist er noch in der Aufgabe oder was? Ja, ja, und jetzt müssen wir zurück nach Krustyland. Jetzt werde ich aber erst hier noch gucken, ob noch einer hier rumspackt. Ja, genau, hier sind sie nämlich noch. Ja, so. Dumm, die da. So, Krusty eiert auch noch hier rum, hat aber gerade schon im Krustyland rumgeredet. Das ist natürlich top. Damit nette Köterhafen, ihr braucht noch ein bisschen. So. Zurück. Wo ist jetzt hier Wiggum? Habe ich nicht den Comicbuchverkäufer-Typ gerade angeklickt oder ist das schon wieder verschwunden? Naja, keine Ahnung. Lass die den Schmiergelder eintragen, bitteschön. Wo ist jetzt der Comicpfosten? Krusty Burger sollte der hin, ne? Ist das hier? Ne. Da. Da ist er doch. So. Nicht Bart. Komm jetzt. Komm, ich verkaufe bei Krusty den Burger. Das war doch gerade die Aufgabe, oder nicht? Ist jetzt doof. Ach, der ist schon dabei. Gut. Ja. So, mir egal, dann machen erstmal alle jetzt halt hier sowas. Kann ich vielleicht morgen früh nochmal was machen oder morgen Mittag was aufnehmen oder so. Gucken wir einfach mal. Kann ich vielleicht morgen Mittag noch eine Folge aufnehmen und die noch schnell hochladen. Weil diesmal komme ich sogar eventuell am Wochenende, weil morgen Samstag ist. Wir haben morgen wieder Vorlesung von 8 bis 15 Uhr. Da komme ich eventuell um 15 Uhr nochmal schnell dazu, ein bisschen was aufzunehmen. Glaube ich zumindest. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Folgen. Und deswegen mache ich auch jetzt bei allen mal hier nur 12 Stunden Aufgaben, dann könnte das morgen noch was werden. Wo sind sie denn alle? Ja, so ist das. Ja, ja. Ich bin ein bisschen wortkarg, merke ich gerade. Aber 8 Stunden zuhören ist echt nicht so mein Ding bei der Vorlesung. Also wir haben zwar ein bisschen Gruppenarbeit zwischendurch gemacht, aber insgesamt halt nur 17 Minuten Pause, was ein bisschen wenig ist, meiner Meinung nach. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Dafür haben wir auch den Rest der Woche frei gehabt. So. Wir haben uns übrigens jetzt, ich weiß nicht, ob das irgendwie sich bemerkbar macht, beim GameStar-Netzwerk beworben. Beziehungsweise Frederik hat das wohl gemacht und ich denke, dass das was werden könnte. Dass man da vielleicht noch ein paar Leute hinzugewinnt, denen das auch gefällt, das wäre vielleicht ganz cool. So, warum macht mein Strohhalm dieses schreckliche Geräusch? Du bist unten im Becher angekommen, dein Squishy ist alle. Oh, kannst du mich dahin bringen, wo ich mehr kriegen kann? Tut mir leid, ich muss weg. Oh, hey, wo, du bist stark. Würg, mein Kehlkopf. Bring mich zum Squishy, sofort. Keuch. Ja, Sir. Ja, ja, so. Der rote Kapitän. Das ist auch noch fertig.
So. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich da jetzt einen Donut ausgeübt? Nee, nicht, hab ich nicht. Gott sei Dank. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier weitergeht mit dem Hafen, weil wir haben zwar jetzt diese komischen Planken, die wir noch bauen müssen. Und das erste Tattoo-Laden, aber den kriegen wir erstmal gar nicht da unter. Und zweitens werden mir echt diese Planken zu teuer. Also ich würde am liebsten diesen Hafen irgendwie komplett wegreißen und einfach sein lassen. Aber ich glaube, dass uns das dann im Spiel nicht so viel weiterhelfen wird. Weil jetzt mal ernsthaft, 12.000 oder 7.500 und 24 Stunden für so ein blödes Holzbrett. Ich weiß, dass sie hinterher noch teurer werden, aber irgendwie komme ich da nicht so ganz hinter. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen viel. Aber naja. Wir richten uns nach dem, was das Spiel so von uns will. Und wollen mal nicht groß meckern. Weil wir es ja auch immer noch freiwillig spielen. Und uns niemand zwingt. Wenn ich gezwungen werden würde, würde ich mich beschweren, aber so ist es dann halt so, ist mir dann aber auch egal. Dauert halt alles ein bisschen länger. Aber man kann es ja auch positiv sehen, dann haben wir wenigstens länger was davon. Oder wir haben auch alle länger was davon, weil wir ein bisschen länger hier gucken können. Jetzt fehlen mir echt 2000 für diesen behinderten. Für den komischen. Oder 1000 jetzt für den Laden da, ne? Soll ich mal im zweiten Springfield gucken, ob ich da was abgreifen kann? Mal kurz recherchieren. Falls es jetzt wieder rumspacken sollte beim Laden, gehe ich einfach raus. Da habe ich. Oh, das geht. So. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen Geld abgreifen können. Aber das ist immer nicht so viel, ne? Boah, das nervt mich auch wirklich, dass das Geld so lange dauert zum Einladen. Was mache ich jetzt? Will ich jetzt noch warten, solange bis ich das Geld zusammenkriege? Oder suche ich mir hier noch ein Dörfchen? Ich baue das Ding einfach morgen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Jetzt bin ich überrascht schon irgendwo hingegangen, oder? Naja, lassen wir es hier mal bei gut sein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss.